wir Chemiewaffe irgendwo liegen haben, dann ist das immer eine große Gefahr und sollte auch so schnell wie möglich beseitigt werden. Diese Vorstellung, dass man nur mit einem Meter Abstand über so viele Granaten spazieren gehen konnte, war dann schon erschreckend. Wir sind bei unseren Recherchen darauf gekommen, dass wir ungefähr von 200 Standorten in Deutschland reden. Da liegen einfach nur Betontrümmer im Wald und sind unheimlich. Ist das die Lösung? Der giftigste Ort Deutschlands liegt in einem Wald bei Munster in der Lüneburger Heide. Verborgen unter einem Zelt türmen sich im Detlinger Teich rostende Gasbomben und Giftgasgranaten aus zwei Weltkriegen. Die Landstraße ist monatelang gesperrt. Nur Kampfmittelexperten dürfen hierher. Immer dabei Notarzt und Rettungswagen. Der Landkreis hat die Büchse der Pandora geöffnet. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges sind dann dort durch die Briten Granaten und Ähnliches entsorgt worden. Also das, was man seinerzeit nicht abtransportieren konnte, um es in der Nord- und in der Ostsee zu versenken, hat man im Detlinger Teich dann versenkt. Niedersachsen benutzt den Teich nach Kriegsende weiter als Mülleimer für Munition. Was alles in der 60 Meter breiten Kiesgrube landet, dokumentiert niemand. Bis in die frühen 50er Jahre ist Bombentauchen eine riskante Wochenendbeschäftigung. Die Munsteraner Bevölkerung, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, war die wirtschaftliche Not auch noch groß, hat dann zum Teil dort nach Buntmetallen getaucht. Und auch das war dann Grund zu entscheiden, diesen Teich zu verfüllen. Das geschieht 1952. Die Kampfmittelräumer vermuten, dass im Teich bis zu 20.000 chemische Granaten und Bomben liegen. Jahrzehntelang bleibt der Teich unter einem dichten Wald versteckt. Zugänglich für jeden. Vielleicht haben wir einfach Glück gehabt, dass in den letzten Jahrzehnten hier niemand gebuddelt hat. Wir waren teilweise ziemlich erschrocken, in welchen Mengen und wie dicht unter der Erdoberfläche die Granaten lagen. Vor zwei Jahren beginnt der Landkreis, den Detlinger Teich freizulegen. Untersuchungen ergeben, die Wasserqualität ist jahrzehntelang falsch gemessen worden. Unbemerkt sickern Arsen und andere Giftstoffe ins Grundwasser. Wie viele Chemiewaffen in Deutschland nach 1918 verscharrt werden, das weiß niemand. Zu finden sind sie jedoch an vielen Orten der Republik. Zum Beispiel in diesem Wald. 50 Kilometer östlich von Hamburg. Seit Jahrzehnten beschäftigt sich der Geologe und Geograf Johannes Preuß mit der giftigen Kriegslast. Nach dem Ersten Weltkrieg werden hier Granaten voll mit giftigen chemischen Kampfstoffen verbrannt. Johannes Preuß forscht an diesem Ort das erste Mal vor 20 Jahren. Das ist ein Boden von einer Granate, den konnte man rausschrauben. Man sieht es hier am Gewinde. Und dann hat man den abgeschraubt, dann wurden die Granaten schräg in einer Rinne hingelegt, so wie mein Arm, und Feuer entzündet. Und dann schmolz der Sprengstoff innen drin und die Glasflasche mit dem chemischen Kampfstoff, die rutschte da raus. Und dann hat man die weggenommen und hat den Rest des Sprengstoffs ausfließen lassen und verbrannt. Und was wir hier sehen, sind Brandschichten im Grunde. Da liegen lauter solche. Hier hat man sich ja später reingeworfen, solche Böden von Granaten. Größere, nee, das sind größere Kaliber und da kleinere. Das liegt jetzt hier ungefähr 100 Jahre. Der Erste Weltkrieg ist ein Gaskrieg. Das Ziel, den Frontgegner mit Chemie töten. Die Truppe geistig und körperlich aufreiben. Bilanz, 100.000 Gastote und mehr als 1 Million Verletzte. Im Laufe des Krieges werden die Giftstoffe immer perfider.
1918, im letzten Kriegsjahr, ist jede dritte Granate, die verschossen wird, eine Gasgranate. Als der Krieg verloren ist, lagern in Deutschland immer noch große Bestände. Von der Front kommt Gasmunition zurück. Die Demobilisierung verlangt nach schneller Vernichtung. Viele Waffen aus dem Ersten Weltkrieg sind bis heute spurlos verschwunden. Andere wurden zerlegt und verbrannt. Und dann diese dicken Dinger hier, das sind verschmolzene, also Schlacken entstehen bei der Verbrennung. Das ist ja ziemlich heiß. Und sowas ist eine Füllung. Und das hatten wir damals 2000 untersucht. Das war Dinitrobenzol. Hier ist auch so ein Teil. Dinitrobenzol ist ein Sprengstoff, aber trotzdem giftig. Damals, als er gefüllt wurde und die Leute, die da gearbeitet haben, die hatten sehr große Schwierigkeiten mit Dinitrobenzol. Da gibt es Fälle, wo junge Frauen sofort ohnmächtig wurden und ein Fall, da ist eine sofort gestorben. Die chemischen Kampfstoffe sind in Glasflaschen gefüllt, die in den Granaten stecken. Johannes Preuß hat hier auch Scherben gefunden. Da sah man Glasflaschen, das war der Kopf oder die Mündung von grünen Glas, einer grünen Glasflasche oder zwei, drei. Und das hatten wir dann hier irgendwo auf den Stein gelegt und das ist hier zurückgeblieben. Aber inzwischen hat es jemand mitgenommen. Es gibt halt mehr Leute, die erkennen, was das für eine Flasche war. Johannes Preuß glaubt, dass an diesem Ort noch längst nicht alles entdeckt worden ist. Ja, man hat so ein Holzfeuer gemacht. Es gibt halt hier irgendwelche Geheimnisse möglicherweise noch. Irgendwelche Verstecke, Vergrabungen, die auch wir nicht gefunden haben. Aber nach wie vor würde ich sagen, 100 Jahre nach der Nutzung dieser Fläche als Brandplatz müssten die Reste dieses Brandplatzes nicht mehr hier liegen. An anderen Orten in Deutschland wird dagegen jeden Tag nach Chemiewaffen gesucht. Dirk und Adam, ihr geht bitte in R4, ja. Das Feld da drüben. Ja. Uli und Ecki, ihr zwei geht bitte in dieses Feld hier vorne, das ist T4. Ja. Und Andreas und Stefan, ihr geht bitte in S6. Ist auch, wo das Fass liegt? Das ist dort, wo das Fass liegt. Kann ja, losgehen. Ein Minensuchtrupp der Bundeswehr. Auf dem Truppenübungsplatz Munster suchen die Männer seit Jahren nach chemischer Munition. Es ist eine sehr, sehr große Fläche. Wir werden hier definitiv die nächsten 20 Jahre noch arbeiten. Es ist sehr gefährlich, weil es auch jederzeit dann dementsprechend Kampfstoff auftreten kann. Aber dafür, dass wir ihn ausgebildet haben, dann halt auch Schutzausstattung mit dabei und die passende Ausrüstung. Und was dann halt zum Kampfstoff kommt, wir arbeiten hier natürlich, sind auch Explosivstoffe. Die Munition ist bezündert. Es kann dann auch zu einer Detonation kommen. Munster ist eine Hochburg des Kriegshandwerks. Seit 1893 Truppenübungsplatz und bis heute größter Standort des deutschen Heeres. Im Ersten Weltkrieg steht hier die gewaltigste Chemiewaffenfabrik des Kaiserreichs. Ein Viertel aller chemischen Kampfstoffe wird hier für die Reichswehr erprobt, hergestellt und in Munition gefüllt. Nach dem Krieg spielt Munster bei der Entsorgung chemischer Waffen die zentrale Rolle. Der Krieg war zu Ende. Die Munition kam von der Westfront zurück nach Deutschland. Und dann gab es einen Befehl, die Kampfstoffmunition soll nach Munster transportiert werden. Und die zurückflutenden Truppen, so kann man sich das vorstellen, die kamen wirklich wie so ein dicker, großer Brei zurück. Die haben das nicht gemacht. Die haben einfach die Munition mitgenommen in ihren Standort, aus dem sie kamen. So, und die Folge davon war, da lag dann konventionelle Munition und Kampfstoffmunition. Und niemand wusste, was jetzt wo liegt. Es gibt also mindestens 35 Standorte, an denen Kampfstoffmunition in größerer Menge gewesen ist. Und wir wissen nicht, wo nachher die Reste geblieben sind. Das ist ein offenes Problem. Beunruhigende Erkenntnis: In Deutschland rostet chemische Munition in unbekannter Menge unentdeckt vor sich hin. In Munster landen nach dem Krieg Millionen Granaten und Bomben mit chemischem Inhalt. Hier werden sie auf Züge geladen und anschließend im Meer versenkt. Im Oktober 1919 kommt es bei einer Explosion zur Katastrophe. Aufgrund dieser Detonationskette, die drei Tage dauerte, wurden
zum Beispiel über 1 Million Granaten umhergeschleudert in einem Radius von 3 Kilometer. 1 Million Granaten. Viele liegen hier bis heute. Es dauert nur ein paar Minuten, bis der Metalldetektor Alarm schlägt. Hier haben wir jetzt eine Anzeige von der Sonde. Das ist eine Sonde, die Eisenobjekte detektiert. Und jetzt wissen wir einfach nur erstmal, es ist Eisen im Boden. Ob es jetzt einfach ganz einfach nur ein Splitter ist oder irgendwas, was mal vom Panzer verloren wurde vor 10 Jahren oder Munition ist, das ist jetzt meine Aufgabe, das festzustellen. Okay, hier ist schon zu sehen, es ist eine Geschosshülle. Es ist aber eine leere Geschosshülle. Dementsprechend, weil es eine leere Geschosshülle ist, weiß ich, da war definitiv mal Kampfstoff drin. Es ist jetzt aber kein Kampfstoff mehr drin. Jetzt haben wir hier natürlich auch seltene Glück. Wir haben hier noch Flaschenreste. In dieser Flasche wurde verfüllt im Ersten Weltkrieg der Kampfstoff, ein Reizkampfstoff, das war Clark. Clark wird im Ersten Weltkrieg auch als Maskenbrecher bezeichnet. Der Toxikologe Edmund Maser erklärt, wie hinterhältig diese Kampfstoffe wirkten. Durch diese Schutzmasken sind die durchgegangen und haben dann durch Reizung der Schleimhäute der Augen dazu geführt, dass die Soldaten sich die Gasmasken vom Kopf gerissen haben. Und dann ist man mit einer zweiten Sorte, zum Beispiel Lungenkampfstoffen, vorgegangen, die letztendlich dann die Lunge sehr stark geschädigt haben. Clark und andere gefährliche Kampfstoffe liegen auf dem Truppenübungsplatz in Munster seit Jahrzehnten im Boden. Gesichert ist das Gebiet nur dürftig. Man vertraut darauf, dass die Menschen verantwortungsvoll sind. Jede Person, die sich hier aufhält und sich nicht aufhalten darf, begibt sich dann damit automatisch auch in Lebensgefahr. Ob es jetzt halt von der Munition ausgeht oder von den Kampfmitteln, Kampfstoffen, würde ich keinem raten. Der kleine Trupp wird hier noch ein paar Jahrzehnte weiter nach giftiger Munition suchen. Auch für den Zweiten Weltkrieg produziert Deutschland C-Waffen im großen Stil. Die Bevölkerung wird auf einen möglichen Giftgaskrieg vorbereitet. Tödliches Lost, auch bekannt als Senfgas, dessen verheerende Wirkung man schon aus dem Ersten Weltkrieg kennt, spielt eine wichtige Rolle. Nachdem der Nationalsozialismus an die Macht kam, Wiederaufrüstung, und da war ein Aspekt, war, Deutschland braucht Kampfstoffe, um sich zur Wehr setzen zu können. So, dann hat man also Kampfstofffabriken gebaut. Und deren Produkte mussten dann in die Munition eingefüllt werden. Insgesamt 7 Munitionsanstalten sind errichtet worden, in denen Lost abgefüllt wurde. Auch Nervenkampfstoffe wie Tabun oder Sarin werden hergestellt. Deutsche Erfindungen mit grauenhafter Wirkung. Ein Propagandavideo von 1938 soll die Überlegenheit der neuen chemischen Waffen demonstrieren. Schon nach wenigen Sekunden werden die motorischen Hirnstammzentren gelähmt und die Atmung gestört. Heftige Erstickungskrämpfe setzen ein. Erlöschen der Atmung bei noch schlagendem Herzen. Am Ende wagen es aber nicht einmal die Nazis, diese schrecklichen Waffen einzusetzen. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende ist, finden die Alliierten in Deutschland hunderttausende Bomben und Granaten, gefüllt mit chemischen Kampfstoffen. Sie beschließen, einen großen Teil im Meer zu versenken. Schiffe werden beladen und dann gesprengt. Auf dem Meeresgrund liegen diese Chemiewaffen bis heute. Allein vor der dänischen Insel Bornholm liegen bis zu 50.000 Tonnen Senfgas oder Lost. Ein Kampfstoff mit verheerender Wirkung. Wenn diese Substanzen auf die ungeschützte Haut kommen, gibt es also Verbrennungen, es gibt Blasen. Das Problem ist aber, wenn man sie einatmet, können sie zum toxischen Lungenödem führen, weil es eine ganz schlimme Erkrankung ist, an der man dann akut auch sterben kann. Am Nordostseekanal in Kiel werden nach dem Krieg viele Schiffe mit den Chemiewaffen beladen. Christel Schierholz lebt hier als Kind. Über diese Schienen kommen die Güterzüge. Voll beladen mit giftigen Gasbomben und Granaten.
Die Schiffe kamen hier ran am Quai und dann haben sie von den Waggons die Bomben auf die Schiffe geladen. Und das waren also dann auch die Gasbomben. Und die Gasbomben waren zum großen Teil defekt. Und dann konnte man das also riechen, beziehungsweise man konnte das einfach auch sehen. Weil dann die Umgebung, das war kein weißer Nebel, sondern das war so ein gelb-grüner Nebel, der dann drüber lag. Und dann mussten wir die Gasmasken aufsetzen. Welches Giftgas damals aus den Bomben austritt, weiß Christel Schierholz nicht. Das Gehen fällt ihr schwer. Spätfolge einer Nervenkrankheit, die sie schon seit ihrer Jugend plagt. Diese Krankheit hat angefangen, da war ich, sag mal, 15. Das ist also nach dem Ende des Krieges und nach dem Ende, als die Gasbomben bei uns verladen worden sind. Da fing das an, dass ich also dann teilweise fast eine Lähmung hatte, sodass eine Ärztin damals die Diagnose gestellt hatte, es könnte Kinderlähmung sein. Aber es ist dann immer wieder weggegangen. Und jetzt hat man halt eben vor 20 Jahren festgestellt, dass ich Neuropathie habe. Woher die Neuropathie kommt, kann ihr niemand sagen. Allerdings hat sie herausgefunden, dass Gift ein Auslöser für die Krankheit sein kann. Als sie das Fotoalbum mit Bildern ihrer Kindheit zeigt, wird Christel Schierholz traurig. Ihre gesamte Familie ist an Krebs gestorben. Sie gibt den Chemiewaffen die Schuld. Und der Politik, die das Gift des Krieges seit 75 Jahren verdrängt. Ich kann das nicht begreifen. Das ist mir völlig unklar, was in den Gehirnen der Politiker manchmal vorgeht. Und ich habe das Gefühl, gut, ich bin zu alt dazu, ich habe das alles miterlebt, aber heute habe ich das Gefühl, sie wissen es nicht, sie wollen es nicht wissen und sie möchten auch kein Geld dafür ausgeben, weil das ist ein horrendes Geld. Ja, Geld ist besser als Menschen. Die Kosten sind eine Hürde. Der Detlinger Teich in Niedersachsen. Das giftigste Loch Deutschlands kann zum teuersten Loch der Welt werden. Über 50 Millionen Euro wird die Sanierung kosten. Anfang 2020 werden 3 Probeschächte gebuddelt. In nur 1 Meter Tiefe kommen die ersten Chemiegranaten zum Vorschein. Stefan Weschel gehört zu den Männern, die die Granaten dort herausholen. Respekt hat er besonders vor dem Unvorhersehbaren. Vor den Sachen, die man im Vorfeld nicht abwägen kann. Das heißt also, es könnte Munition auftreten, die undicht ist oder ähnliches. Das ist also so, das sind so meine größten Bedenken, dass irgendwo auf einmal schnell eine Exposition von Kampfstoff unten im Loch ist. Und dann würde halt kontrolliert raus aus der Halle, dann die Situation bewerten und dann weitere Maßnahmen danach einleiten. Undichte Granaten hat er im Schacht schon gefunden. Es ist eine Spurensuche unter Lebensgefahr, um Leben zu retten. Die Munition ist ein Problem. Gerade wenn sie irgendwo in der Erde liegt, sich zersetzt, Gefahrstoffe dadurch freigesetzt werden, ins Wasser eintreten, das betrifft ja dann irgendwann die gesamte Bevölkerung. Ja, Schwermetalle bzw. auch Arsen, was ins Wasser gelangt, irgendwann dann in die Nahrungskette und dann auch wieder auf den Menschen trifft. Ja, deswegen müssen wir halt handeln. Stefan Wäsche darf mit Atemschutz und Anzug nur 84 Minuten im Schacht bleiben. Unten ist er ganz alleine. Neben und unter ihm hunderte Giftgasgranaten aus dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. 400 Kilogramm giftige, tödliche Munition wird er heute aus dem Loch holen. Das sind gemischte Gefühle, sage ich mal so. Es ist schon merkwürdig. Ich kann es nicht genau in Worte fassen, wie man sich dabei fühlt, aber gut auf jeden Fall nicht. Ja, man muss halt mit Bedacht vorgehen, ja, sei es beim Freilegen, sei es beim Bewegen. Ein streng bewachter Konvoi, der da monatelang durch die Lüneburger Heide rollt. Einmal am Tag wird die giftige Fracht auf einen Spezial-LKW geladen und anschließend zur Gesellschaft zur Entsorgung chemischer Kampfstoffe und Rüstungsaltlasten nach Munster transportiert. Die bundeseigene GEKA ist die einzige Einrichtung, die in Deutschland Chemiewaffen entschärfen darf.
Alles, was bundesweit gefunden wird, wird hierher gebracht. Wir haben so im Schnitt etwa 100 bis 200 Stück Granaten, Kampfstoffgranaten, die angeliefert werden. Der größte Teil davon hier aus der Region, aus Munster Nord. Wir hatten aber zum Beispiel vor 2 Jahren aus Baden-Württemberg, da gab es auch eine Baumaßnahme, eine Anlieferung von Kampfstoffgranaten, wo dann noch, sagen wir mal, hochreines Tabun, also der Nervkampfstoff Tabun, enthalten war. Schon ein Tropfen dieses Kampfstoffs kann töten. Philipp Höschele ist der Vernichter des Gifts. Bevor er sich an seine gefährliche Arbeit macht, muss er die Ausrüstung genau überprüfen. Wenn hier in diesem Bereich irgendwelche Verschmutzung, Verunreinigung oder dieses Kunststoff hier sogar beschädigt ist, könnte auf diesem Weg hier irgendwie Kampfstoff reingeraten. Oder überhaupt irgendwelche gefährlichen oder giftigen Gase. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass das hier alles passt, alles sauber ist, dass die Membran in Ordnung ist. Höschele ist im November 2019 dabei, als die erste Granate aus dem Detlinger Teich hier aufgesägt wird. Auch ein Notarzt ist da, als er und seine Kollegen sich an die Arbeit machen. Wir ziehen uns hier an, machen uns fertig, dann setzen wir uns in unser Papamobil, werden rübergefahren, dann gehen wir rein in die Vorkammer, nehmen uns die Granate dort raus, bringen sie in den Sägeraum oder in den Fräsraum, dann holen wir die Granate aus dem Fass, spannen sie ein, fahren sie auf die richtige Höhe, dann verlassen wir den Raum erstmal, dann ist der Maschinenfahrer an der Reihe, der fräst dann die Granate auf. Wenn die Granate aufgefräst ist, bekommen wir das Okay von ihm, gehen rein, messen den Raum frei, ob wir eine Kampfstoffkonzentration in dem Raum haben. Wenn das alles freigemessen ist, alles in Ordnung ist, dann müssen wir gucken, was ist der Inhalt. Sobald das festgestellt ist, müssen wir eine Probe nehmen fürs Labor. Und dann wird der Inhalt von der Granate, dieser Kampfstoffinhalt, wird in ein Fass gegossen, was dann sicher verschlossen und vernichtet werden kann. Beim Aufsägen zeigt sich, die erste von zigtausend Granaten aus dem Detlinger Teich ist voll mit dem Kampfstoff Phosgen. Das Problem ist, dass Phosgen die Lunge schädigt. Und Schädigung der Lunge bedeutet, dass also da letztendlich die Körperflüssigkeit in die Lunge eintritt und voller Flüssigkeit läuft, sodass die betroffenen Menschen quasi an ihren eigenen Körpersäften ertrinken. Die giftige Munition aus dem Detlinger Teich wird bei der GK gelagert. Wenn wirklich 20.000 chemische Granaten in dem Loch liegen, wird es Jahre dauern, sie alle zu vernichten. Schon jetzt stößt die GK an ihre Grenzen. Deswegen meint der Chef, die Politik könne mehr tun. Es kostet natürlich Steuergeld und man hat am Ende zwar eine sichere Umwelt, aber es bringt nicht direkt Sichtbares. Und es ist deswegen vielleicht ein ungeliebtes Kind, aber es nützt ja nichts. Man muss was dagegen tun. Denn es gibt viele giftverseuchte Orte in Deutschland, über die keiner etwas weiß. Wie zum Beispiel hier in Berlin-Haselhorst. Die Dokumentation über die hier festgestellten Stoffe verliert sich gerade so zum Ende des Zweiten Weltkrieges in den Wirren, sage ich mal, dieser Zeit. Und die Übernahme dann durch die Alliierten erfolgte dann auch ohne Dokumentation. Es betraf Entwicklungen, die teilweise der Geheimhaltung unterlagen, sodass bestimmte Sachen gar nicht dokumentiert wurden, nicht dokumentiert werden sollten, beziehungsweise immer noch unter Verschluss sind. Berlin hat Jahrzehnte weggeguckt. Wollte an der Havel nichts auffühlen. Erst jetzt, wo hier eine Immobiliengesellschaft Wohnungen plant, kommt Bewegung auf das Areal. Die Firma ließ das Gelände 2018 auf Blindgänger untersuchen und griff in pures Gift. Im Rahmen dieser Untersuchung wurde in einem dieser Bombentrichter ein Metallbehälter gefunden, der von der Firma nicht klar eingeordnet werden konnte. Und dann wurde der Kampfmittelräumdienst der Berliner Polizei dazu gebeten, um diesen Gegenstand zu untersuchen, zu prüfen. Und bei dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass in dem Behälter sich Clark 1 als chemischer Kampfstoff befunden hat. Nach dem Griff ins Gift bittet die Immobiliengesellschaft einen handverlesenen Experten um Hilfe.
Alfred Krippendorf, Ingenieur und Ex-Hauptmann der NVA, darf mit Lost, Tabun und Co. hantieren. Direkt neben der Baustelle steht sein mobiles Labor. Die Bodenproben landen sofort bei ihm. Bislang haben wir hier mit sehr starken Arsenkontaminationen zu rechnen und auch mit Vergrabung von arsenhaltigen Materialien, wie zum Beispiel Clark 1, Clark 2, in massiven Mengen. Kein Wunder, das Areal ist das Fundament einer Giftküche. Im Zweiten Weltkrieg steht hier eine Fabrik für chemische Kampfstoffe. Einige Gebäude sind noch da. Jahrzehntelang kümmert das niemand. Es gibt ein Bootshaus und es werden Partys gefeiert. Der kommunale Wohnungsbau Berlin, lange Eigentümer des Grundstücks, tut nichts. Jetzt sei es Sache des neuen privaten Eigentümers, sich um die Altlasten zu kümmern, sagen die Behörden. Doch der will diese Kriegszeche nicht zahlen, denn er müsste die Kosten des giftigen Erbes später den Wohnungsbesitzern und Mietern aufbürden. Das sind aus dem Laborbereich alte Glasbehälter. Ja, haben wir hier noch ein Stück vom Fass. Das sind halt alles Sachen, die hier im Boden schlummern. Tonnenweise wird fast reines Arsen in Fässer gefüllt. Mittlerweile haben sich knapp 1000 Fässer angesammelt. Damit nicht zu viel Staub entsteht, wird die Fläche ständig bewässert. Auch im Grundwasser ist das Gift nachweisbar. Die Fässer müssen zur GEKA nach Munster transportiert und dort vernichtet werden. Die Sanierungskosten des Geländes liegen im zweistelligen Millionenbereich. Und was ist mit den Nachbargrundstücken? Direkt nebenan gibt es große Filmstudios. Und auf der anderen Seite wird bereits neu gebaut. Ist auch auf diesen Flächen mit Gift zu rechnen? Was dahinter am Zaun ist oder auf den benachbarten Grundstücken, also das liegt im Dunkeln. Da ist natürlich auch zu vermuten, dass dort die Erde kontaminiert ist. Und da bleibt zu hoffen, dass der neue Besitzer oder die neuen Firmen, die dann dort sich ansiedeln, auch einen Bodenaustausch vornehmen. Weil, wie wir wissen, hier stark kontaminiert arsenhaltiger Boden ist. Und ja, wäre natürlich schön, wenn alle so arbeiten würden. Neue Recherchen ergeben, auch die öffentlichen Flächen sind mit Arsen verseucht. Für die Stadt Berlin unangenehm. Nach Jahrzehnten der Amtsstarre kommt das Gift des Krieges ans Tageslicht. Das kann teuer werden. Am Detlinger Teich in Niedersachsen wird die Probebohrung nach 2552 geborgenen Gasgranaten beendet. Die Stadt Munster, Landkreis und Landesregierung beschließen im Frühjahr 2020, der Detlinger Teich wird komplett geöffnet und saniert. Für den niedersächsischen Umweltminister steht das mittlerweile außer Frage. Das Ausmaß ist viel größer, als man es mal vermutet hat. Und wir werden jetzt in die Situation kommen, dass wir, ich schätze mal, eine Größenordnung von mindestens 50 Millionen Euro aufbringen müssen, um das, was dort vorhanden ist, tatsächlich zu entsorgen, was glücklicherweise im nahen Umfeld geht, und diese Fläche eben auch wieder entsprechend sicherzustellen. Lies will aber nicht, dass Niedersachsen alleine die Kosten trägt. Der Bund soll Mitverantwortung übernehmen. Erstmal werden wir uns mit dem Bund noch ein bisschen streiten, wer es bezahlt, weil ich sehe den Bund da schon in der Pflicht. Also, oder andersrum muss man es formulieren. Für die Menschen vor Ort muss klar sein, es wird nicht am Geld scheitern, weil es gemacht werden muss. Für den Bund muss aber klar sein, ich bin nicht bereit, die Lasten des Bundes zu tragen, sondern dann muss es auch gerecht auf die Schultern von Bund und Land verteilt werden. Der Munsteraner Stadtteil Oerl liegt nur einen Steinwurf vom Detlinger Teich entfernt. Geht etwas schief am Loch, käme die giftige Wolke hier zuerst an. Die Bürgermeisterin von Munster und der Ortsvorsteher von Oerl suchen das Gespräch mit den Einwohnern. Ganz viel hat man dann eben auch in diesem Detlinger Teich entsorgt. Da hat sich keiner Gedanken darüber gemacht, wie gefährlich das für die,
für die Umwelt ist und wie gefährlich das auch für den Menschen sein kann. Es hat auch keinen Zweck, jetzt also vielleicht ängstlich zu werden. Wir würden es ja nicht verhindern, weil es ja gemacht werden muss. Was mich eigentlich dabei mehr stört, ist, dass man nicht rechtzeitig darauf reagiert hat. Der Bund wird bei der Sanierung des Detlinger Teichs helfen. Vorsichtig soll das giftige Loch jetzt geöffnet werden. An dem Projekt ist ein Ingenieurbüro beteiligt, das mit der Sanierung von Kampfstoffflächen Erfahrung hat. Der Geschäftsführer lobt die Entschlossenheit der niedersächsischen Landesregierung. Generell meint er aber, dass die deutsche Politik viel zu zögerlich mit den fast 200 Chemiewaffenverdachtsflächen umgeht. Es wurde Anfang der 90er Jahre über das Umweltbundesamt mal eine Recherche eben entsprechend angeschoben, um überhaupt einen Überblick zu bekommen, was tut sich denn eigentlich dann in Deutschland, was ist denn mit diesen Standorten. Es gibt vereinzelt Bundesländer, die im Anschluss daran sogenannte Rüstungsaltlastenprogramme aufgelegt haben, wo dann auf einigen Standorten orientierende Untersuchungen durchgeführt worden sind. Aber es ist nie in irgendeiner Art und Weise zu Ende gebracht worden. Neben dem Gift im Boden und im Grundwasser bereitet dem Ingenieur auch noch etwas anderes Sorge. Es sind natürlich immer wieder Risiken, dass durchaus Explosivstoffe und vielleicht auch dann Kampfstoffe in fremde Hände gelangen können. Und damit natürlich dann eben auch ein absolutes Risiko für die Bevölkerung besteht. Dazu gehört auch der Nervenkampfstoff Sarin, eine der schlimmsten chemischen Waffen, die je entwickelt wurden. Von dieser ganzen Palette dieser chemischen Kampfstoffe sind wahrscheinlich die Nervenkampfstoffe am schlimmsten, weil sie in ganz geringen Konzentrationen schon das Nervensystem des Menschen schädigen können. Und letztendlich wird das Atemzentrum gelähmt und die Menschen sterben dann an Atemversagen. Stabsfeldwebel Thorsten Strutz inspiziert einen unheimlichen Ort, die Ruine des Sarinwerks in Munster. Jetzt befinden wir uns hier am Sarinwerk, wo man letztendlich Versuche durchgeführt hat, wie man den Kampfstoff Sarin dann im Großformat eben produzieren kann. Hier zu der damaligen Zeit wurde nur eine halbe Tonne produziert. Man wäre hier dann irgendwann so weit gewesen, dass man bis zu 50 Tonnen Sarin im Monat hätte herstellen können. Im Krieg ist die Sarinfabrik getarnt wie ein Bauernhaus. Aus der Luft ist nicht zu erkennen, dass unterirdische Experimente mit einer schrecklichen, tödlichen Waffe durchgeführt werden. Als die Briten das Gelände nach Kriegsende übernehmen, forschen sie zunächst interessiert weiter. Dann sprengen sie das Werk. Zumindest überirdisch ist es zerstört. Hier war noch keiner so richtig komplett drin, ne? Also was hier unten jetzt tatsächlich noch drin steckt, ob da jetzt noch irgendwas an Laborgerät drin ist, an Materialien von den Produktionsstätten oder eventuell sogar Munition. Das weiß bis heute niemand. Und es ist auch nicht geplant, das Sarinhaus zu erkunden. Zu teuer, sagt die Bundeswehr. Auf dem Waldboden liegen viele Flaschen und anderer Laborbedarf. Nichts davon wird untersucht oder entsorgt. Die Bundeswehr inspiziert das Areal selten. Zu viele andere Aufgaben. Ob sich hier schon mal Zivilisten aufgehalten haben, ist nicht bekannt. Dabei ist keiner erwischt worden, sage ich mal. Wenn die erwischt wurden, dann drohen natürlich hohe Strafen, wer hier in diese Geländeabschnitte reingeht. Und ich kann es, wie gesagt, auch überhaupt niemandem empfehlen, hier reinzugehen, weil es einfach viel zu gefährlich ist. Hier gibt es eben so viele alte Baurückstände durch die Sprengung. Und hier irgendwo in irgendeinen Schacht zu fallen und nie wiedergefunden zu werden, die ist immens groß. Die Schlachtfelder Frankreichs sind mit Gasgranaten beider Gegner übersät. Nach dem Ersten Weltkrieg werden sie millionenfach in französischen Wäldern verbrannt. Der Geologe Daniel Hubé erforscht diese fast industrielle Zerstörung.
Im Jahr 2015 haben wir offiziell den Auftrag durch das Umweltministerium bekommen, die Orte wieder sichtbar zu machen, an denen Chemiewaffen industriell vernichtet wurden. Es wurde also an mindestens 50 Orten eine Bestandsaufnahme begonnen, die immer noch durchgeführt wird. In diesem Wald bei Trélan im Norden Frankreichs wurden C-Waffen verbrannt. Wahrscheinlich mehrere hunderttausend Tonnen. An vielen Stellen wächst seit 100 Jahren nichts mehr. Im Boden alles voll mit giftigen Munitions- und Glasresten. Der Wald ist trotzdem für jeden zugänglich. Wir sind hier in einem staatlichen Wald, der für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Dieser verseuchte Wald wird relativ häufig von Pilzsuchern besucht. Personen könnten also mit dem giftigen Müll in Kontakt kommen. Vielleicht stecken sich kleine Kinder die Finger in den Mund, nachdem sie hier gespielt haben. Die Gründe der Verdrängung sind dieselben wie in Deutschland. Niemand will die Verantwortung und die Kosten tragen. Dass sich um dieses Gebiet noch nicht gekümmert wurde, hat verschiedene Gründe. Zuerst einmal handelt es sich um eine Verunreinigung, die 100 Jahre zurückliegt. Der Betrieb, der für die Verseuchung verantwortlich ist, ist verschwunden. Auch das Kriegsministerium, das den Auftrag erteilt hat, gibt es nicht mehr. Es stellt sich also die Frage nach der Übertragung der Verantwortlichkeit. Wer ist verantwortlich und wer zahlt? Fast zynisch, aber immerhin, kleine Katastrophen bringen den französischen Staat auf Trab. Es gibt jedes Jahr Unfälle. Das ist schockierend. Der französische Staat tut, was er kann. Sprich, sobald etwas entdeckt wird, werden die Waffen eingesammelt und zunächst gelagert. Bald soll eine Fabrik eröffnet werden, wo die Chemie dann vernichtet werden kann. Die Explosionsstoffe werden durch Sprengungen zerstört. In Frankreich wird die Kampfmittelbeseitigung zentral gesteuert und finanziert. In Deutschland sind die Länder zuständig, deren Budgets sehr unterschiedlich sind. Deutsche Fachleute wünschen sich deshalb, dass der Bund mehr steuert und mehr Verantwortung übernimmt. Es gibt immer wieder Initiativen der Länder, gerade über den Bundesrat. Der Bund möge doch die Kosten für die gesamte Kampfmittelbeseitigung übernehmen. Das wird ebenso regelmäßig bisher vom Bund abgelehnt. Die Bundesregierung schiebt den schwarzen Peter zwischen Ressorts und Föderalismus hin und her. Statt eines Interviews gibt es vom eigentlich zuständigen Finanzministerium folgende Antwort. Ich bitte Sie, sich mit Ihren Fragen an das hierfür innerhalb der Bundesregierung zuständige Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zu wenden. Und das Umweltministerium beeilt sich daraufhin zu antworten. Der Bund beteiligt sich über das Bundesministerium für Finanzen an der Kampfmittelräumung. Für die Beseitigung kontaminierten Bodens gilt generell, hier ist nicht der Bund, sondern die Länder sind zuständig. Auf Bundesebene wird aktuell nicht an dem Thema gearbeitet. Viele mit Giftgas verseuchte Standorte gehören dem Bund. Zum Beispiel die ehemalige Munitionsanstalt Löcknitz in Mecklenburg-Vorpommern. Hier wurden bis 1945 Minen und Granaten mit chemischen Kampfstoffen befüllt. Der Geologe Johannes Preuß ist zum ersten Mal hier. Für ihn ist die Anlage interessant, weil sie baugleich ist mit einer Munitionsanstalt in Bayern, die er gut kennt. Liegenschaften wie diese werden von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verwaltet. Beate Heise und Lisa Ückermann sind hier für Verwaltung und Sicherheit zuständig. Ein einziger Bunker wurde nach dem Krieg von den Sowjets nicht gesprengt. Ein unheimlicher Ort, in dem Lost gelagert wurde. Das war ja hier Lost. Das kam aus der Fabrik in Ammendorf bei Halle und wurde hierher transportiert und in 7 Lagerbunkern gelagert. Davon waren 6 Lostlager und ein Bunker war geeignet oder eine Zisterne war geeignet für Clark. Und der Hauptteil dieser Anlage war dann Munitionsfertigung. Das heißt, da waren leere Körper, Minen und Granaten. Die wurden hier gefüllt.
Rot verboten, weiß erlaubt. Schilder wie diese zeigen, welche Flächen auf dem 100 Hektar großen Areal betreten werden dürfen und welche nicht. Von der ehemaligen Munitionsanstalt gibt es keine Unterlagen mehr. Deswegen benutzt Johannes Preuß die Pläne der baugleichen bayerischen Anlage zur Orientierung. Durch weit verzweigte unterirdische Tunnel werden damals die Giftgasgranaten über Förderbänder durch die Anlage geschleust. Die Trümmer liegen hier immer noch herum. Nach der Wende wird das Areal eingezäunt. Einmal im Monat kommt jemand, um den Zaun zu kontrollieren. In den 90er Jahren wird das Gelände untersucht. Kontaminierte Flächen werden isoliert. Besonders das Grundwasser ist stark verseucht mit Arsen und Lostrückständen. Wir sehen, dass die anfänglich sehr hohen Konzentrationen, die wir im Grundwasser haben, die waren zwar von der Fläche her begrenzt, die Schadstoffaufnahme ist auch begrenzt hier, die nehmen deutlich ab, und zwar wirklich deutlich ab. Und das ist der Grund, warum wir sagen, brauchen wir den Boden hier nicht mehr weiter zu sanieren. Und wir haben keine Nutzung des Grundwassers hier, also keine Trinkwassernutzung. Wir haben zwei Hausbrunnen hier, drei Hausbrunnen, die auch regelmäßig untersucht werden, zweimal im Jahr. Und die haben Gott sei Dank keine Schadstoffbelastung. Und deshalb Zaun drumherum, Problem gelöst? Johannes Preuß reicht das nicht. Zu viele Flächen, die nicht betreten werden dürfen. Zu viel vergessenes Gift des Krieges. In den alten Zisternen könnten noch chemische Kampfstoffe sein. Im Boden könnten noch giftige Granaten liegen. Für ihn ist der Zaun keine Lösung, sondern Teil des Problems. Man kann so vorgehen, wie hier vorgegangen wurde. Man sagt, wir sehen keine gefährlichen Folgen mehr. Aber wenn dann immer noch Gefahren bestehen, dann haben wir jetzt einen Zaun da drum gemacht. Und wenn man dann in die längere Perspektive geht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der Zaun auch in 75 Jahren oder in 150 Jahren da noch steht. Von selbst löst sich das Problem jedenfalls nicht. Wir müssen was tun, das ist ganz klar. Ein weiteres Thema für die nächste Generation. Der Detlinger Teich bei Munster soll der nächsten Generation vollständig gereinigt übergeben werden. Für mindestens 50 Millionen Euro. Das funktioniert aber nur, wenn Lokal-, Landes- und Bundespolitiker sich weiterhin einig sind und wenn die Steuereinnahmen sprudeln. Wir alle, die wir heute Verantwortung tragen, haben keine Schuld an dem, was damals gemacht worden ist. Wir wissen alle nicht, wie wir selber gehandelt hätten, wenn wir damals gelebt hätten. Aber das ist jetzt eben unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass dieses Problem dann eben auch gelöst wird. Der Erste Weltkrieg liegt mehr als 100 Jahre zurück, der Zweite mehr als 75. Fast niemand bringt im Jahr 2020 Deutschland noch mit Chemiewaffen in Verbindung. Doch es gibt sie noch, unentdeckt, in unbekannter Menge. Ich denke mal, ich werde in Rente gehen und dann wird noch eine Munition allein in Deutschland rumliegen, die geborgen werden muss. Ich glaube, wenn man nicht irgendwo oder irgendwie in irgendetwas gelebt hat, wirklich gelebt hat, dann weiß man nicht, wie man damit umzugehen hat. Und wenn es dann auch noch Geld kostet, dann ist es sowieso uninteressant. Wir müssen uns darüber klar sein, dass wir in den nächsten Jahren viele, viele Milliarden noch ausgeben werden für Sanierungs- und Rüstungslasten der Vergangenheit. Vor 34 Jahren, 1986, kam ich an dieses Thema Altlast. Mein Gefühl ist, das Thema ist bei weitem nicht beendet. Und das macht einen irgendwie unzufrieden. Ich hätte gedacht, es geht schneller. Wenn wir da mal anpacken und man stellt eben die Ressourcen zur Verfügung und sagt, wir machen einen Schwerpunkt und wir fangen an aufzuräumen, dann schaffen wir das auch. Das ist ja so ein Wort. Wir schaffen das. Nein, wir haben das nicht geschafft.